Hallo Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtstage gut überstanden und hattet wunderschöne, tolle Weihnachten mit der Familie oder mit Freunden. Und ich möchte euch jetzt quasi zum Neujahrswechsel eine ganz, ganz lustige Idee an die Hand geben, die so ähnlich aussehen wird wie das, was ich gerade in der Hand halte. Dazu muss ich euch auch eine kurze Geschichte erzählen, denn das hier ist eigentlich eine Geschenkidee gewesen. Man kann hier am Schwänzchen ziehen und dann kommt hier vorne die Zunge raus. Ich hoffe, ihr seht es gut. Und der Hintergrund zu dieser Karte, mehr oder weniger, war, dass ich meine Eltern eingeladen habe zu einem Kinobesuch. Ihr kennt vielleicht auch die Kriminalfälle von der Rita Falk und da gibt es ja diesen Kommissar Eberhofer und da ging es um diesen Schweinskopf al dente Film und da haben wir einfach hier hinten die Karten hingemacht. Und dazu habe ich eben das kleine Schweinchen gebastelt mit der Zunge. Und wir werden jetzt aber ein Silvester-Goodie quasi daraus machen, also ein Glücksschweinchen mit Glückskleeblatt. Also es wird nicht ganz so ausschauen. Okay, dann fangen wir jetzt einfach mal an. Ich habe mir dafür verschiedene Sachen schon mal ausgestanzt. Und zwar habe ich mit den langweißen Kreisen gearbeitet und habe mir zwei Kreise ausgestanzt mit dem größten Kreis. Dann habe ich mir einmal einen Wellenkreis ausgestanzt. Und zwar ist das der zweitgrößte Wellenkreis, den es gibt. Und habe dann innen drinnen nochmal den zweitkleinsten Wellenkreis rausgestanzt. Dann schaut das Ganze so aus. Dann brauchen wir ein Stück Farngrün, ein bisschen Flüsterweiß. Und einfach noch ein bisschen mehr von dem Blütenrosa. Also es wird ein Blütenrosa-Schweinchen, kein ganz pinkes mehr. Ich habe leider keine solchen Kulleraugen mehr. Also wenn ihr Kulleraugen habt, dann sind die natürlich total süß. Aber wir machen jetzt einfach selber Augen von dem her. Ja, das geht natürlich auch. Okay, wir fangen jetzt erstmal an mit dem Gesicht von unserem Schweinchen. Dazu nehme ich mir die halbe Inch-Kreisstanze und stanze mir zwei Kreise aus. Das wären unsere Augen. Und dann malen wir uns da schon mal die Pupillen drauf. Und kleben uns das Ganze mit den Gluters mal auf. Okay, dann nehmen wir diesen kleineren Wellenkreis, den wir uns ausgestanzt haben. Und das wird quasi die Nase von unserem Sugi. Und das klebe ich mir jetzt an mit Clementines. Und wir brauchen jetzt eigentlich auch noch zwei Nasenlöcher. Ich weiß gar nicht, wie ich das damals gemacht habe. Das ist nämlich schon ein bisschen her, wo ich das gebastelt habe. Ich nehme jetzt mir einfach hier so eine Lochstanze. Und stanze mir da zwei Löcher aus. Ihr könnt es natürlich auch mit einem Locher machen, ganz normal. Mal gucken, ob das funktioniert oder ob die zu klein sind. Ich finde, die gehen super, oder? Ja. Und die klebe ich mir jetzt auch noch mit Mini-Gluders auf. Und diese Gluders, die rolle ich so ein bisschen zusammen, dass die ein bisschen kleiner sind. Und man die dann nicht mehr sieht am Rand. Und dann haben wir quasi unser Schweinenäschen fertig. Oh, sieht jetzt schon süß aus. Oder? Sieht doch schon ganz nett aus. Dann machen wir natürlich auch noch ein paar Wimpern hin. Ganz klar. So. Und so einen Mund. Gucken wir mal, ob man den Mund, den male ich jetzt noch nicht hin. Den schauen wir dann mal. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch kleine Schweineöhrchen. Und die schneiden wir uns jetzt mit der Hand aus. Und die klebe ich mir jetzt auch nochmal mit den Gluders an. Ich finde, man erkennt es schon, oder? Also auf jeden Fall. Meine Lieben, irgendwie hat sich in dieses Video ein kleiner Fehlerteufel eingeschlichen und ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich glaube, ich weiß, wie es jetzt wirklich funktioniert und wo ich euch das Beste erklären kann. Also ich habe mich gerade total verhaspelt und jetzt versuche ich einfach nochmal von vorne mehr oder weniger jetzt zumindest das Video weiterzumachen. Und zwar
Ich habe euch ja gesagt, ihr braucht zweimal die größten Kreise. Die haben wir ganz normal. Wir haben das auch dekoriert mit dem kleinen Kreis auf der Nase und so weiter. Also das passt alles so. Aber jetzt kommen wir zum Mechanismus. Und den würde ich ein bisschen anders machen, als ich jetzt eben gerade angefangen habe. Ich habe jetzt da ein bisschen rumprobiert und er funktioniert jetzt auch. Aber wir müssen uns dafür nochmal was ausstanzen. Und das Ganze geht ein bisschen anders. Und deswegen zeige ich euch das jetzt nochmal. Und hoffe, dass es dann zusammenpasst mit dem Video, das ich eben vorher schon quasi angefangen habe. Aber irgendwie, ja, keine Ahnung. Manchmal geht es eben anders, als man denkt. Und zwar habe ich mir jetzt nochmal die Wellenkreise rausgesucht. Das ist jetzt einmal der zweitgrößte Wellenkreis und einmal der zweitkleinste Wellenkreis. Und das stanzen wir uns jetzt zusammen aus. Wir brauchen dann nochmal ein Stück in Blütenrosa. Hier habe ich eins. Und die Big Shot. Und das stanzen wir uns jetzt zusammen aus, weil es ein bisschen anders geht als normalerweise. Also, ich lege mir den Kreis hier rein, meinen Innenkreis ungefähr mittig darüber. Und ich werde mir jetzt das nicht ganz komplett ausstanzen. Das seht ihr jetzt gleich. Also, ich lege mir jetzt die Acrylplatte drüber. Und ich kurbel mir das jetzt so durch, dass es mir... Also, ich kurbel es mir nicht ganz durch, okay? Also... Ich sehe jetzt noch den unteren Rand von meiner Stanzform. So weit kurbel ich mir das jetzt ungefähr. Jetzt gucken wir mal. Genau. Also so sieht es jetzt aus. Es ist quasi nicht komplett durchgekurbelt. Und so brauchen wir das. Und zwar ist es deswegen, dass wir dann nachher einfach mehr Stabilität haben bei unserem Schweineschwänzchen, weil das habe ich so nämlich nicht gehabt und deswegen... hat das alles nicht funktioniert, so wie ich mir das gedacht habe. Und jetzt schneide ich mir hier unten einfach so einen großen Bereich mal mit an. Schaut jetzt ein bisschen komisch aus, aber so ungefähr machen wir uns das jetzt. Und jetzt nehme ich mir eine Seite und schneide mir das eben so an. Und die andere Seite ist quasi das Ende von unserem Schwänzchen. Die schneiden wir uns so wieder so ein bisschen schöner rund ab. Ungefähr, also kann man jetzt noch ein bisschen nachschneiden. So. Den Innenkreis brauchen wir jetzt nicht mehr, sondern wir verlängern uns jetzt hier unsere schmale Seite quasi noch ein bisschen. So haben wir ein längeres Teil hier unten und haben hier viel mehr Stabilität, wie wenn wir das anstückeln. Ich habe das vorher eben versucht, dass ich das anstücke, dass ich mehr Stabilität habe, aber das hat überhaupt nicht so gut funktioniert. Und jetzt können wir uns das Schwänzchen nochmal einrollen sozusagen. So. Also wir versuchen einfach so ein Kringelschwänzchen irgendwie hinzubekommen. Genau. Okay, dann habe ich mir ein Stück Blütenrosa nochmal zugeschnitten auf das Maß 4 cm mal 6 cm und nehme jetzt da mein Geodreieck und markiere mir nochmal die Mitte. Und zwar lege ich mir das so an, 0,5 cm von unten und 2 cm rechts und links und machen wir dann 1 cm langen Strich hin. Und das mache ich auf der anderen Seite genauso, wieder anlegen bei 0,5 von unten an der Linie und dann rechts und links 2 cm und dann einfach 1 cm in der Mitte markieren. Und das schneide ich mir jetzt so schräg zu, da läuft dann nachher unsere Bahn, die das Ganze bewegt. Und wichtig ist, genau, dass man das hier schön einschneidet. Wenn man da so kleine Verhakelungen hat, dass man die möglichst wegschneidet, dass das dann nachher schön läuft. Ich habe schon mal so eine Ziehverpackung gemacht. Die blende ich euch jetzt mal rechts oben ein. Die ist richtig schön geworden. Ist zwar kein Schweinchen, aber kann man für jeden anderen anders toll einsetzen. Und dann habe ich einen Streifen Klarsichtfolie, genau, 0,8 cm breit und
Die klebe ich mir jetzt einmal hier außen rum. Von der Länge her ist es jetzt erstmal egal. Hauptsache, es geht da außen rum und das schneiden wir uns dann schon zurecht, wie wir es brauchen. Den Knick schneide ich jetzt mal weg. So. Und dafür nehme ich mir jetzt das Abreißklebeband und schneide mir da ein ganz kleines Stückchen weg. Und das klebe ich mir jetzt zusammen. Und zwar, also ich nehme jetzt die Trägerfolie ab. Ich denke, ihr seht es wahrscheinlich schlecht, weil es durchsichtig ist, aber ich klebe mir das einfach drüber, aber so, dass es sich noch bewegen lässt. Also nicht zu stramm ziehen, aber auch nicht zu locker, sondern so, dass man das schön hin und her streifen kann. Dann ziehe ich mir das an eine Ecke und schneide mir den Überstand einfach ab. Okay, also ihr seht, das kann man jetzt schön bewegen. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen. Und ich fahre mir jetzt den Streifen mit diesem Klebepunkt, also den Kleber in die Mitte ungefähr. Und da werde ich jetzt mein Schwänzchen quasi draufkleben. Ich werde es jetzt noch ein bisschen so komisch zuschneiden, so. Und auch ein bisschen abkürzen, also so lang wird es gar nicht sein. Ich habe dann hier eine gerade Form, die ich oben rausziehen kann. Okay, dann nehme ich mir nochmal ein Stück Abreißklebeband und klebe das genau über die Stelle, wo eben schon der Kleber war. Ich sehe das hier, da ist der Kleber. Und da klebe ich mir nochmal was drüber, ziehe das dann ab und klebe mir an diese Stelle jetzt quasi mein Schwänzchen auf. Ich kann das jetzt da hochziehen. Und jetzt basteln wir uns noch unser Kleeblatt. Das brauchen wir nämlich jetzt natürlich auch. Dazu nehme ich mir einfach ein Stück Farngrün und stanze mir 4 Herzchen aus. Und noch einen Kreis in 1/2 Inch. Oder vielleicht 2 sogar, mal gucken, dass es nur ein bisschen stabiler ist. Und da klebe ich mir jetzt meine Herzen drauf und mache daraus dann quasi ein Kleeblatt. Und bevor ich die aufklebe, inke ich mir die noch nach mit Farngrün. Dann schaut es nämlich gleich ein bisschen schöner aus. Und ich klebe mir das Ganze mit den Glue-Dots zusammen. Das heißt, ich mache in die Mitte von meinem Punkt ein Glue-Dot rein. Und klebe, oder 2, mach mal 2 hin, das ist sicherer. So, 2 nebeneinander. Noch einen daneben. Also eigentlich mache ich mir den ganzen Punkt voller Glue-Dots. So kann man das am besten beschreiben. Damit die Herzen dann schön da drauf kleben. So, und klebe mir die jetzt einfach hier so an. Genau, dann seht ihr gleich, haben wir hier gleich ein schönes vierblättriges Kleeblatt aus dem Ganzen. Und das Ganze klebe ich mir jetzt einfach nochmal auf einen weiteren Klebepunkt, einfach, dass es ein bisschen stabiler ist, so. Okay. Also es wird schon langsam. Ich bin jetzt schon wieder besserer Dinge. Vorher war ich beinahe verzweifelt, aber jetzt geht's schon wieder. Okay. Und jetzt habe ich hier noch so ein Reststück und schneide mir daraus noch einen Stiel für mein Kleeblatt. Mal gucken, ob das noch was wird hier aus dem Rest. Ja, kann man schon lassen. Ein bisschen geknickt. So. Und das klebe ich mir dann auch noch so hinten drauf. Und das inke ich mir vorher auch noch schnell ein bisschen am Rand. Jetzt haben wir ein richtig schönes Kleeblatt und das müssen wir jetzt noch auf die Rückseite aufbringen. So dass, wenn ich das aufgeklebt habe und ich oben anziehe, das nach unten rausfährt. So muss der Mechanismus gehen. Und dafür fahre ich jetzt mein Schwänzchen quasi in die Mitte, drehe es mir einmal um und mache auf die Mitte hier wieder ein Stück Abreißklebeband. Und darauf klebe ich jetzt mein Kleeblatt und Achtung, das muss ich so rum aufkleben. Weil wenn ich jetzt da oben anziehe, muss das ja nach unten, mit der schönen Seite nach unten, nach oben zeigen. So. Okay. Also es funktioniert.
Das ist mein Mechanismus, das ist alles. Und jetzt müssen wir uns das Ganze nur noch hinter unser Schweinchen kleben. Und das mache ich jetzt mit diesen Schaumstoffklebestreifen, die ich mir einfach ein bisschen zugeschnitten habe. Genau. Und die klebe ich mir jetzt hier an den Rand hin. Einfach in der Mitte genug Platz lassen, dass das schön, dass die Schienen sich schön bewegen können, sozusagen. Dass man dann irgendwo aneckt. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Also hier muss jetzt unser Schweinchen drauf. Und jetzt testen wir das gleich mal aus. Ups, das sollte schon halten, gell? Okay, also es ist noch ein bisschen unstabil, aber jetzt können wir das schon mal reinschieben und wieder rausziehen. Ja, also der Mechanismus funktioniert jetzt auf jeden Fall, das ist ja schon mal sehr, sehr gut. So. Und jetzt kleben wir uns auf die Rückseite auch nochmal Klebestreifen an. Wir müssen hier hinter dann noch unsere Rückseite vom Schweinchen draufkleben. Und ich klebe mir jetzt auch noch hier, klebe ich das am besten hin, dass es nicht stört. Hier oben auch noch mal zwei hin. Einfach zur Sicherheit, dass es da sich nicht irgendwie verhakt. Auch wenn das jetzt ein bisschen höher ist als das andere. Einfach wirklich. Also, ja. Ich bin echt happy, dass es jetzt wirklich funktioniert. Und zwar, guckt es euch selber an. Ich ziehe an und unten kommt das Kleeblatt raus, mein Glücksbringer. Und dann kann ich es wieder ein bisschen reinschieben. Vorsichtig, weil das Papier ist ein bisschen, ja, nicht ganz stabil, das muss ich schon zugeben. Aber grundsätzlich funktioniert es und es reicht ja, wenn man es so hoch und runter zieht. Also ich bin jetzt happy, dass es geklappt hat und ich hoffe, ihr seid mit meiner Anleitung einigermaßen klargekommen. Hier ist das Problem, dass das Kleeblatt immer gerne nach oben reinrutschen will und nicht nach unten, weil wir hier diese Ecken drinnen haben. Aber wenn man ein bisschen aufpasst beim Anziehen, beim Reinschieben, kann man das hier unten wieder nach unten verhaken und dann funktioniert es auch ganz gut, dann kann man es auch wirklich ganz einschieben und wieder ganz rausziehen. Tribu! Also hier seht ihr nochmal die Variante mit der Zunge. Ich mache jetzt hier keinen Mund hin. Ich finde, das schaut sehr, sehr süß aus, das Schweinchen. Und mit dem Kleeblatt soll es auf jeden Fall ein toller Glücksbringer sein an alle, die das Geschenk bekommen. Und ich würde auch euch, wünsche ich ganz viel Glück. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen Spaß gemacht mit diesem Video. Manchmal, ja, muss man ein bisschen rumtüfteln, dass man wieder reinkommt in manche Sachen. Und ja, also das ist das Glücksschweinchen für euch und für alle, die ihr beschenken wollt. Vielleicht habt ihr da Lust, das auszuprobieren. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles neues Jahr, einen guten Start ins neue Jahr, vor allem auch ganz viel Gesundheit, natürlich Kreativität und wenn ihr wollt, schaut gerne weiterhin meine Videos an, da würde ich mich natürlich freuen. Okay, also das war es jetzt von meiner Seite. Viel Glück fürs neue Jahr, viel Gesundheit, viel Kreativität und bis bald. Wenn euch das Video gefallen hat, auch wenn es ein bisschen chaotisch war, dann abonniert gerne meinen Kanal oder gebt mir einen Daumen hoch. Und abonnieren könnt ihr, wenn ihr diese Glocke anklickt auch noch, dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn ich ein neues Video hochlade. Wie gesagt, viel Spaß beim Nachbasteln, eine gute Zeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr, ganz viel Glück und bis zum nächsten Mal. Tschüss!